Hallo zusammen! So Leute, es ist endlich an der Zeit, wir haben uns schon lange, lange nicht gesprochen und deswegen gibt es jetzt ein neues Video, weil am Ende vom Jahr 2023 wollte ich ein neues Video drehen, habe ich auch getan und dann wollte ich es zusammenschneiden und sehe, wunderbar's, oh geil, IFTT hat mal wieder Änderungen vorgeführt und zwar, ja, es gibt jetzt eine Pro-Version, darunter laufen die Webhooks, das heißt, da zahlt man richtig schön viel Kohle. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung und deswegen war ich dann auch erstmal so gut, was machen wir jetzt? Wir brauchen eine Lösung. Mein Postfach explodiert ja förmlich, deswegen danke an alle, die das immer noch verfolgen und dann auch Nachrichten schreiben und einfach da dahinter sind. Deswegen ein ganz, ganz fettes Dankeschön an Mirko aus dem Landkreis Harburg. Danke, Kamerad, weil ohne dich wäre dieses Video tatsächlich nicht möglich gewesen. Er hat eine Lösung und zwar mit VoiceMonkey gefunden. Fand ich ziemlich cool. Mir hat ein bisschen die Zeit gefehlt aus Gründen von einem Jobwechsel und deswegen bin ich jetzt einfach froh, dass wir dieses Video jetzt haben. Deswegen danke an Mirko, an diese Community, danke an euch allen eigentlich. Da kommt aber auch noch ein extra Video, ich habe da was vorbereitet. Genau, labern wir nicht lang rum, fangen wir an mit der Lösung. Die Lösung ist auf jeden Fall für Android und iOS. Ich habe leider kein iOS-Gerät mehr hier, aber dafür ein Android-Gerät. Jubi. Letztendlich am Ende des Tages ändert sich nur ein bisschen der Screen von Alamos, der Rest bleibt komplett gleich. Deswegen kommen wir jetzt zu den Voraussetzungen. Was benötige ich denn alles? Und zwar, ihr benötigt auf jeden Fall Alamos, A-Pager Pro, die Smart Home-Version, gibt es im Jahr für 5 Euro. Das ist absolut voll drin und deswegen danke, danke an die Jungs von Alamos, weil die machen einen hervorragenden Job mit immer wieder Updates und Upgrades. Es ist wirklich fantastisch. Dann benötigt ihr VoiceMonkey.io. Das ist ein sogenanntes Skill bzw. ein Dienst, der dann auch mit Alexa verknüpfbar ist. Das wir dann auch benötigen und hier braucht ihr nur den Free Plan im ersten Step. Ja, den Pro Plan bzw. das My Plan, was es da gibt. Das kostet 2,99 € im Monat, das braucht ihr nicht. Ja, also es reicht diese Free Version. Und dann braucht ihr die Alexa App. Selbst wenn ihr keine Echo Geräte daheim habt, ja, braucht ihr die, um diese Routinen zu starten. Und das würde ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie wir das jetzt konkret einrichten. Starten wir nun und zwar direkt mit dem VoiceMonkey.io. Da seht ihr oben auch schon die Adresse dementsprechend. Da loggt ihr euch ein und zwar über die drei Punkte über Console. Jetzt, ich bin natürlich schon drinne und eingeloggt. Ihr benötigt dafür euer Amazon-Konto. Ja? Damit ist es eben verknüpft, ist ja dann auch dementsprechend ein Skill. So. Wir kommen auf dieses sogenannte Dashboard, wo dann auch schon so Manage Device, wo es ja auch schon viele Änderungen zu meinen alten Videos eben gab und vieles mehr. Genau, wie starten wir jetzt? Und zwar, wir starten mit Manage Device. Und zwar brauchen wir hier einen Speaker und es gibt Trigger. Wo ist jetzt sozusagen dieser Unterschied? Speakers bedeutet sozusagen ja wie Lautsprecher, heißt aber in diesem Fall eher Türklinge. Ein fiktives Gerät, das wir benutzen können, damit eben eine Routine ausgelöst wird, damit wir am Ende des Tages, dass eben unsere Echo-Geräte dann auch was ausgeben und sprechen. Deswegen brauchen wir hier einen Speaker. Die sogenannten Triggers, die ich euch in einem anderen Video schon vorgestellt habe, lösen tatsächlich nur Routinen aus in der Alexa-App und das war's. Das heißt, da gibt es kein Einsatzstichwort und kein Unit. Ja, mir fällt jetzt das Wort auf jeden Fall, die Unit. Genau, die Einheit, die wird eben nicht damit ausgegeben. Deswegen, im ersten Step geht bitte auf den Speaker und sagt Add a Speaker. Jetzt fragt dann Single Device, a Group of Device. Wie gesagt, denkt euch immer, es ist kein Gerät, was ihr einrichtet, Device, sondern es ist eine fiktive Türklinge. Okay? Deswegen sagen wir hier einfach mal Test Alarm. Keine Ahnung, ich nehme es mal 2, weil ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Dann machen wir Test Alarm 2. Gehen dann Add a Routine, sagen einfach Sync Device. Dann sagt ihr, ja, ich habe das gehört, das passt schon, super, congratulations. Und dann gehen wir auf You. Dann sehen wir hier unten auch, dass der Speaker angelegt ist.
Jetzt gehen wir in den nächsten Step über und das wird jetzt richtig wichtig. Wir sind noch in dieser Ansicht. Ihr seht hier oben, habe ich auch eine Meldung bekommen und zwar steht hier auch Testalarm 2 verbunden. Das heißt, die Alexa-App hat direkt dieses fiktive Gerät quasi genommen und direkt auch schon verbunden. Jetzt als nächstes benötigen wir einen Webhook. Das, was wir in IFTTT hatten, was wir jetzt nicht mehr benutzen, gehen wir hier einfach auf die drei Punkte Asset Webhooks. Wichtig, in der Free-Version von VoiceMonkey.io, ja, habt ihr die Möglichkeit, einen Webhook anzugeben. Das heißt also im Prinzip für eine Einheit am Ende des Tages. Ja. Es ist somit kostenlos ein Announcement, also eine, dass es ja eben sprachlich ausgegeben wird, einen Webhook. Alles, wie gesagt, wenn ihr nur Routinen auslösen wollt, ohne dass was gesprochen wird, dann nutzt die Trigger. Die könnt ihr so x-tausendfach anlegen. Da ist gar keine Limitierung drin. Hier in dem Webhook leider, wie gesagt, nur eins im Freeplan. Ansonsten braucht man eben sozusagen diesen Pro-Plan oder diese Pro-Version, die eben 2,99 kostet im Monat. Anderweitig, ihr habt noch die alte Version, also ich habe noch eine alte Version vom Pro-Plan. Damit kann ich dann auch mehrere anlegen. Jetzt zur Einrichtung nochmal, Webhook. Wir brauchen jetzt einen Webhook, einen neuen. Das heißt, wir gehen auf New Webhook. Ihr sagt einfach Test Webhook zum Beispiel, also auch einfach das, was ihr wollt. Versucht es einfach zu halten und bitte keine Leerzeichen. Ganz, ganz wichtig. Ja, kennt ihr aus meinen alten Videos. So, jetzt haben wir in dieser Einstellung von diesem Test Webhook und der sagt dann schon Add Webhook Action. Heißt, er will ja irgendwas tun. Was möchten wir jetzt tun mit diesem Webhook? Wir möchten ja einen Make Announcement, also hier so ein Trigger an Alexa Routine. Würde ich wie gesagt nicht empfehlen, weil wir haben ja die Möglichkeit, einzelnen Trigger anzulegen, weil wir wollen es ja tatsächlich ja sprechen lassen, deswegen diese Announcement. Jetzt fragt er nämlich Select a Speaker. Wir erinnern uns, Test Alarm 2. Ja, den wählen wir dann links auf. Announcement Text lassen wir mal leer. Ihr könnt da natürlich was reinschreiben, ne? Aber dann sagt er immer das Gleiche und ihr wisst quasi nicht, was in diesem Einsatz das Einsatzstichwort ist und welche Einheit mit alarmiert wird. Deswegen gehen wir jetzt auf Add Webhook. Füllt dieses Feld aus, ist jetzt egal, ihr sagt einfach mal Test, wurscht. So, jetzt haben wir hier Test Webhook, Webhook Action und eine Webhook URL. Die zeige ich euch absichtlich natürlich nicht. Ja? So, und jetzt haben wir hier unten Recent Payload. Das ignoriert ihr bitte. Es geht jetzt rein um die URL und was wir jetzt gleich damit machen. Wir sind jetzt nochmal in diesem Screen von VoiceMonkey.io. Wir müssen jetzt diese Webhook-URL kopieren. Das machen wir. Das kommt auch schon hier unten. Was machen wir jetzt mit dieser Webhook-URL? Wir müssen diese, ganz wichtig, eben in unsere A-Pager Pro-App reinkopieren. Das heißt, wir wechseln in den A-Pager Pro, gehen auf unser Burger-Menü, dann auf IFTTT Webhooks. Jetzt habe ich immer gesagt, ja, hey, hier unten Webhook 1 bis 5 juckt uns gar nicht. Jetzt juckt es uns. Ganz gewaltig sogar. Smart Home Paket muss erworben werden. Absolut. 5 Euro im Jahr. Leute, das ist nichts. Das ist okay. Und deswegen jetzt fange ich einfach mal bei Webhook an. So sieht die Maske aus. Wie gesagt, unter iOS sieht es ein bisschen anders aus, aber da müsst ihr es quasi genau so machen. Da wo Example steht, kopiert ihr jetzt diesen Webhook rein, geht auf den Modus Post, dann Einheitenerkennung übertragen und Stichwort übertragen. Das brauchen wir, damit er ja später das wieder ausgibt. So, wenn wir jetzt runtergehen, dann haben wir hier Webhook testen. Wir sehen hier auch erfolgreich. Dann sagen wir speichern. Somit haben wir den Webhook 4 konfiguriert. Nun müssen wir weitergehen. Das heißt, wenn wir das testen wollen oder dann einen Alarm von einer bestimmten Einheit kriegen wollen, müssen wir jetzt in die Klingeltöne gehen. Heißt, wir gehen jetzt wieder zurück, sagen, okay, nochmal zurück. Wir gehen nochmal aufs Burger-Menü und dann haben wir hier Klingeltöne. Und zwar, hier seht ihr ganz, ganz viel von uns. Wie gesagt, das sind unsere Schleifen, unsere Alarme. Und wir gehen auf Test. Wenn ihr diese Einheit Test nicht habt, legt sie bitte an. Das macht ihr ganz einfach über das Plus hier oben. Nehmt diese einfach Einheit
Test. Ja, dementsprechend, und dann speichert ihr das erstmal ab. Ich gehe jetzt kurz nochmal zurück, nur dass ihr das gesehen habt. Wir haben hier einen Test. Jawohl. Wir haben Test, Filtermodus kann man sowieso nicht auswählen. Ich habe einfach Klingelton gesetzt, das ist eigentlich egal. Dann müssen wir ja sagen, er soll ja was auslösen. Und zwar soll er bitte den Webhook 4, darunter haben wir es konfiguriert. Den oberen Teil lasst ihr einfach leer. Ne? Also ihr tut nur diesen Haken bei Webhooks aktivieren, die Nummer 4, beziehungsweise da, wo ihr es drunter gelegt habt. Ja? Dann speichern wir das Ganze ab, haben somit eine Testeinheit gelegt. Im Alarmfall, ja, braucht ihr eben diese Einheit, wo ihr alarmiert werdet und müsst dort drinne das aktivieren. Ich gehe jetzt zum Beispiel einfach mal auf die Gerätewarteschleife. Ja, kann nichts auswählen, kann aber hier unten meinen Webhook aktivieren. Ja, so wie wir das eben hatten. Dann geht es weiter. Wir brauchen tatsächlich um diesen Recent Payload, also das, damit diese Einheit, Stichwort, dass es gelesen wird und eben auch die Einheit, brauchen wir erstmal das in unserem Webhook. Das bedeutet, wir lösen jetzt einfach mal unseren Testalarm aus. Das machen wir unter Einstellungen, unter Fehlerbehebung und sagen Testnachricht senden. Dann warten wir, bis eben diese Testnachricht gesendet wird. Joa, super, APage-Alarm läuft, ihr seht es auch hier. Dementsprechend kommt es an, wir bestätigen das Ganze, dann haben wir den Testalarm, das ist somit sehr, sehr gut. Genau, und jetzt geht es weiter im VoiceMonkey wieder. Nun sind wir wieder im VoiceMonkey.io und zwar unter diesem Test-Webhook, den wir gemeinsam angelegt haben. Ihr aktualisiert bitte diese Seite und dann seht ihr hier unten im Recent Payload das Keyword und die Unit. Das, was wir jetzt im Testalarm losgelöst haben, und zwar haben wir im Keyword Test und Unit Test, haben wir hier unten Variablen und diese brauchen wir jetzt. Das heißt, ihr geht einfach auf Copy, geht hoch, geht auf Edit Action, tut hier diesen Announcement-Text raus, tut einmal Keyword, okay. Dann könnt ihr zum Spaß zum Beispiel noch für hinschreiben, machen schon mal Leerzeichen, machen Save Webhook, gehen wieder runter, nehmen unsere Unit, kopieren die, gehen wieder auf Edit, für, dann, wie gesagt, fügen das hier ein, hier haben wir ein Keyword, wir haben die Unit, wir gehen auf Save Webhook. Jetzt ist tatsächlich unser Webhook komplett konfiguriert. Das heißt, wir haben jetzt es so eingerichtet, dass wenn ein Alarm über Alarm aus APager reinkommt, in dem Fall der Testeinheit oder auch dann die andere Einheit, dann überträgt er das. Und er hat das jetzt in diesem sogenannten Test-Webhook, ne, Test-Webhook 2, was wir haben. Das heißt, es geht jetzt weiter in der Alexa-App, weil wir wollen ja eine Routine, wir wollen jetzt damit was machen. Ja, ich bin mittlerweile in meine Alexa-App gewechselt. Ja, da seht ihr noch schon ein paar Sachen. Wir haben hier oben den Testalarm 2 verbunden. Das ist ja auch vollkommen richtig. Deswegen, jetzt wollen wir eine Routine auslösen. Und zwar sagen wir auf mehr Routinen, gehen auf das Plus, um eine neue Routine anzulegen. Wir möchten ja, wenn der Testalarm 2 als Türklinge ausgelöst wird, ja, soll er ja was tun. Deswegen gehen wir auf Smart Home und dann finden wir da unten Testalarm 2. Dort klicken wir drauf, sagen, wenn Testalarm 2 gedrückt ist, soll er bitte was tun. Und zwar soll er in dem Fall, soll er was sagen. Also machen wir ein Announcement und da müssen wir ja den VoiceMonkey Skill starten. Und zwar dann gehen wir auf meine Skills. VoiceMonkey muss, wie gesagt, aktiviert werden. Deswegen guckt euch die Beschreibung von dem VoiceMonkey Skill nochmal an oder auch mein Video zum VoiceMonkey. Dort habe ich es genauer beschrieben, wie man das aktiviert. Und dann gehen wir auf Weiter, VoiceMonkey öffnen und dann können wir noch das Gerät auswählen. In dem Fall sitze ich hier im Living Room, Wohnzimmer. Genau, und dann gehen wir auf Speichern. Wichtig ist, dass dieses Skill immer als letztes kommt.
Ich möchte aber, dass ihr es ja auch visuell seht. Also werde ich nochmal in diese Routine reingehen, sage okay, bitte weitere Aktionen hinzufügen. Ich möchte bitte, dass ein Licht geändert wird. Halleluja, man sollte das vielleicht auch vorher wissen. Wo man das einstellt übrigens, weil sonst ist das ziemlich peinlich, wenn das im Video passiert. Halleluja. Smart Home. Super, gehen wir auf Lampen. Dann habe ich hier irgendwo Hue Stehlampe. Genau, die soll doch bitte Farbe festlegen, auswählen, damit ihr es auch gleich seht im Hintergrund. Baby sitzt blau. Gespeichern, ja, mach mal an. Komm, soll angehen, soll blau leuchten, soll als Helligkeit Vollgas geben, bitte. Dann weiter wichtig, genau, Voice Monkey öffnen muss ganz als letztes stehen, dann gehen wir nochmal auf beenden, haben das dementsprechend angepasst und jetzt wollen wir auch schauen, ob das Ganze funktioniert. Wir befinden uns wieder in der A-Pager App, weil wir wollen das ja testen, wie das Ganze funktioniert. Also los geht's, voll Stoff und zwar in die Einstellungen und zwar Fehlerbehebung, Testnachricht senden, los, 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 schauen wir, was passiert. Weißes Lüppchen, Testalarm für Test. Klasse! Also, ihr habt gesehen, Lampe blau. Es hat auch gesprochen, meine liebe Alexa, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Ihr habt es hinten gesehen, die Lampe ist blau geworden. Und so quasi haben wir eine ganz einfache Announcement quasi eingerichtet. Ja? Und das war schon die ganze Lösung, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Nun sind wir schon fast am Ende angelangt. Ihr seht, die Lampe ist zurückgesetzt. Deswegen nochmal kurz zur Zusammenfassung. Ihr braucht eben den Voice Monkey EO. Viele haben ihn wahrscheinlich schon. Träger könnt ihr im Free Plan unendlich viele anlegen. Dieser Announcement braucht eben diesen Webhook. Ja, das heißt, ihr habt einen frei. Für den Rest müsst ihr bezahlen. Da müsst ihr einfach überlegen, ob euch das dann dementsprechend wert ist. Der Flaschenhals, den wir noch haben, ist natürlich Alamos. Das habt ihr gesehen. Wir können maximal 5 Webhooks darunter konfigurieren. Das sollte aber für die meisten auch echt ausreichen. Also bei mir sind es jetzt maximal 4 Schleifen, die ich quasi verwende. Beziehungsweise, ja, doch 4 sind es, ja. Genau. Und das reicht dann dementsprechend auch. Ja genau, wenn das muss, wie gesagt, ein bisschen jeder für sich selber entscheiden. Es ist relativ einfach eben einzurichten, weil wir nur Voice Monkey haben, die Alexa App und eben Alamos. Das heißt, der komplette Block von EFTT ist jetzt quasi rausgeflogen. Ja? Das mal soweit zur Zusammenfassung. Kommen wir zu einem kleinen Ausblick. Und zwar nochmals herzlichen Dank an Mirko für diesen Lösungsvorschlag, für deine ganze Unterstützung, die du da auch noch mitgegeben hast. Und vielen Dank für die Freigabe, dass ich dieses Video machen durfte und es eben auch dementsprechend publizieren durfte, das dann einfach auch so zeigen konnte. Das ist, finde ich, immer sehr, sehr schön. Ich hatte einfach, ja, nicht so die Zeit, das dann zu machen. Deswegen danke für die Community, danke für diese Kameradschaft bundesweit. Also das ist echt klasse. Es wird ein weiteres Video geben mit einer anderen Lösung. Die ist auch kostenlos und zwar auch hier schon mal ein herzliches Dankeschön an Ben. Genau, da komme ich aber noch dazu und es wird noch eine weitere Geschichte geben. Ich habe ja schon das, glaube ich, ein bisschen angekündigt, ich wollte es ankündigen und zwar eine Community. Ich habe da was vorbereitet, ich muss es noch kurz finalisieren und dann werde ich es auch noch in einem anderen Video kurz vorstellen, weil ich möchte gerne, gerade, das hat mir so der Mirko und auch der Ben nochmal so aufgezeigt oder auch alle anderen, die bis jetzt dran mitgearbeitet haben, die gefragt haben, wo man ein bisschen was entwickelt hat gemeinsam und darüber gesprochen hat, ich möchte diese Leute alle zusammenbringen und da kommt was, ja. Deswegen nochmal ein herzliches Dankeschön und wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, sehr gerne schreibt es in die Kommentare, lasst ein Abo bitte da, das würde mich unheimlich freuen. Ihr könnt mich da auch, wie gesagt, jederzeit kontaktieren, ich finde es eben mega cool, wie gesagt, und dementsprechend, ja, genießt viel Spaß beim Einrichten, ich hoffe, es läuft alles, es klappt alles und ja, lasst uns einfach da weiter dranbleiben und ich freue mich auf die nächsten Videos, die ich dann drehen darf, schon, genau, macht's gut und wir sehen uns.